Ey, das ist... Hassgegner. Heil dich, du! Bist zu langsam! Du Dreckspuppe! Alter, er ist der letzte Pisser, ey. Wirklich. Scheiß Pinocchio, ey. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Lies of P. Ich mache eine Doppelsession, weil ich auch selbst einfach super neugierig bin, was jetzt hier passiert als nächstes. Und schauen wir jetzt gemeinsam, was hier so abgeht. Oh oh, fängt ja gut an. Oh nein, nicht wieder so ein Gegner. So ein übertrieben schneller, ey. Meine Fresse, ey. Boah. Heftig. Guter Start. Alter, wie soll man... Und Alter, die Kamera ist auch wieder on point. Alter Schwede. Oh Mann, ey, und dann hängst du wieder fest. Übel, ganz übel. Heftig. Ganz, ganz schlimm. Okay, jetzt weiß ich, was mich hier erwartet. Es ist auch sehr dunkel hier. Bringt da eigentlich die Lampe ein bisschen was? Ja, richtig geiler Scheißstart in die Folge. Ah, passiert. Ja, und wie immer, wenn ihr mich irgendwie unterstützen möchtet, mir weiterhelfen wollt, mich weiter begleiten wollt, wir zusammen hier den Kanal weiter wachsen lassen wollen, dann ist wichtig auch für den Algorithmus interagieren. Heißt, gerne bewerten, kommentieren, ne? Und lieben gern abonnieren. Und gerne auch teilen. Genau. Und jetzt gehen wir direkt wieder dahin. Bereiten uns jetzt mental ein bisschen besser drauf vor. Diese dumme Sau da. So. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts, ey. Ich sehe einfach hier gar nichts, ey. Ach, die Lampe wollte ich anmachen. Oh, zu spät. Alter, wie er durchdreht, der Typ. Ey, das ist... Hassgegner. Heil dich, du! Bist zu langsam! Du Dreckspuppe! Alter, ist das ein nerviger Gegner, ey. Alter, ist das ein Drecksgegner. Wirklich. Mach deine Lampe an, hab ich gesagt. Ja, bringt was. So ein Drecksgegner. Hier haben wir aber was Neues bekommen. Und zwar genau hier, wo ich letztens noch geguckt habe. So 3% nochmal mehr, aber es ist immer noch nur etwas schwer. Ey, da kommen wir nie wieder unter 60%, ey. Warte mal, der ist doch hier runtergesprungen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ey, die Lampe habe ich auch voll vergessen, dass ich die überhaupt besitze. Die hätte ich, glaube ich, schon öfter gut gebrauchen können. Naja, egal. Hier geht's hoch. Hier haben wir noch was. Da ist der nächste Stargazer, okay. Relativ... zeitig der nächste. Okay. Immer einmal schauen. Die stehen ja so gerne hinter den Ecken, die Schlawiner. Bossfight. Sieht nach Bossfight aus. Aber wo ist denn die... Ne, die Abkürzung hatten wir ja schon aufgemacht. Die ist sonst auch nichts mehr.
Wobei, wir müssen ja noch auf die andere Seite, wo die Leiter war. Aber das kann ja auch nach dem Bosskampf kommen. Was, wer ist er denn? Komm mal her. Oh, noch so einer, der so schnell ist. Komm mal raus, hier ist ein bisschen mehr Platz. Bisschen. Boah. Ich hab deinen Stock kaputt gemacht. Bleib liegen. Der lief jetzt mal wieder ganz gut. Ist ja noch so ein komischer Kauz. Naja. Scheiße. Ah. Alter, musst du auch mal nachladen? Hast du unendlich Schuss oder was? Unendlich Magazin oder was? Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt. Ich wollte gar nicht springen. Keine Ahnung. Ey, hier sind wieder solche Tanks. Das ist mir nicht geheuer. Da ist noch so einer. Können wir uns da eigentlich ranschleichen? Moment. Wie? Scheiße, zu langsam. Oh, den hätte ich sogar gehabt. Weil der war mal nicht so verzögert. Oh, den habe ich dafür. Nein! Oh oh, tot. Nee. Eieiei. Was ein Start, ey. Was für eine Katastrophenfolge schon wieder, ey. Was hat er denn hier gemacht? Hier ist doch gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Na gut. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam auch dahin, wo die Leiter ist. Gefühlt. Es geht jetzt wieder hoch. Ja, noch so einer. Wie soll ich denn das machen? Alles aufgebraucht, ne? Ist halt nicht so geil. Ja. Könnt ihr so einen Würfel benutzen, aber das mache ich nicht. Einmal schleifen könnten wir. Das war doch mal gut. Das war doch mal gut. Oh, ist ja noch einer. Wie viele denn noch? Nein. Ach, jedes Mal. Ey, der lebt noch. Scheiße. Das wird nichts. Jetzt sterbe ich. Verdammt, ey. Was soll ich denn da machen? Alter! Die sind irgendwie ein bisschen gruselig. Ah, nee. Okay, aber die sind an sich... Sind die mir lieber als diese Monster aus der letzten Folge. Die kann ich parieren. Bei denen geht es. Ah, dass der eine noch überlebt hat. Der hatte wahrscheinlich noch 2 Lebenspunkte oder einen. Ach, kacke. Warte mal. Okay. Okay, wir haben hier noch ein bisschen was vor uns, wie es aussieht. Oh, der ist schon wieder... Wo ist eigentlich der Schütze? Der kommt da. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen uns mal schnell das hier. Und machen das einfach mal kaputt. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Keine Ahnung. Geil. Ja, die kann man beherrschen. Die machen dann auch Spaß, ne? Nein. Ja. Oh. Ich will ihn noch ein bisschen üben. Aber das ist geil. Mit einem harten Angriff. Das ist gut. Überlebt er jetzt auch? Ja, ja, der hat noch ein paar Lebenspunkte. Komm. Alter, man kann die farmen. Dann können wir bald die Waffe auf 10 bringen. Ich glaube, mehr geht ja auch nicht, ne? Also vermute ich. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen, jetzt mache ich... Ich mache das einfach mal so. Dann. Drauf. Okay, jetzt hat es nicht geklappt. Oh, die brennen sofort. Geil.
Was war das? Ich bin umgefallen, habe keinen Schaden kassiert. Was war da jetzt los? Ah, ich hänge! Du Drecksgame! Hier! Frisst das und das. Oh, zu spät. Komm, wir üben noch ein bisschen. Oh, die haben mehrere Angriffsmuster. Okay, okay. Ey, Mann! Dieses Anvisieren. Meine Güte, ey. Noch einer. Ja, jetzt hat's wieder geklappt. Okay. Naja, ein paar Lebenspunkte bleiben. Also ein bisschen mehr sogar als zwei. So, was haben wir hier? Leitfaden für Werkstatttechniker. Untertitel: Wollen Sie Werkstatttechniker werden? Eine Anleitung für Interessierte. Keine andere Stadt auf der modernen Welt hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als Grad. Die Stadt der Puppen. Als damals der allmächtige Wie, was auch immer, oder ja, keine Ahnung, die Stadt besuchte, war sie noch ein einfaches Fischerdörfchen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Stadt, angetrieben durch die Puppenindustrie von Grad, grundlegend verändert. Die Puppen, die heute in den Werkstätten von Grad hergestellt werden, sind bekannt für die Nutzung neuester Technologie, die sie von der Produktion der Konkurrenz abhebt. Die Werkstattpuppen sind so kompliziert wie Menschen und führen die Befehle ihres Meisters auf so natürliche Weise aus, dass man sich fragen muss, ob sie Seelen haben. Viele Konkurrenten haben versucht, die speziellen mechanischen Herzen der Werkstatt nachzubauen, aber sie sind gescheitert und haben damit bewiesen, wie mangelhaft ihre Fähigkeiten sind. Das Monopol auf den besonderen Machtstein Ergo und die Fähigkeit, dessen Effizienz zu optimieren, genau das ist der Vorteil der Werkstätten von Grad. Aber die Anfänge der Werkstatt verliefen nicht immer problemlos. Die Geschichte der Werkstatt beginnt mit der eines legendären Handwerkers und seine Aufzeichnungen sind großartige Anleitungen für die Lehrlinge. Der legendäre Handwerker G., den jeder Techniker kennt, Geppetto wahrscheinlich. Auf der nächsten Seite erfahren wir mehr über seine Erfolge. Ausgelassen. Oder ausgerissen wahrscheinlich oder so. Okay. Die sind nicht aus Spaß hier. Hier kommt wieder irgend so ein Kackgegner. Als Boss. Moment, da ist der Stargazer. Nee. Aber da ist auf jeden Fall die Leiter. Wir müssen jetzt... Oh Gott. Eine schöne Stelle, um runterzufallen, ne? Ja, ja. Scheiße, das sind doch Explosive. Dreh dich mal um. Ja. Das sieht man doch, wenn die so leuchten. Hier war aber, glaube ich, noch einer. Ja. Okay, da ist die Leiter. Ja, sehr geil. Sollten wir auch einmal zum Stargazer gehen. Alles andere macht keinen Sinn, oder? Ja, komm. Macht doch keinen Sinn. Ja, dann schauen wir jetzt nach. Wenn jetzt gleich ein Boss kommen sollte, haben wir noch ordentlich Zeit. Ein Level hätten wir wenigstens nochmal. Erst dachte ich, dass die viel krasser explodieren, so wie die sich anhören zumindest, ne? Okay, hier sind auch wieder zwei. Drei. Okay. Vier. Ist hier gar nichts? Nö. Hm. Na gut. Gott, ist doch wieder so ein irres Vieh, oder? Sollen wir das nehmen? Ich versuch's erst ohne. Oh Gott. Oh, und auch wieder so schnell. Ich wusste es. Das hat man schon gesehen. Ist ja voll irre. Okay, komm.
Alter, wie... Ja, Mann, ey. Mir dauert es immer noch zu lange, dass man nach einem Angriff wieder selber parieren kann. Das Fenster, das fühlt sich ein bisschen... Weiß nicht, das dauert einfach zu lange, meiner Meinung nach. Das ist... Fühlt sich nicht flüssig an, sagen wir es mal so. Kacke ist das. Noch so ein irres Kackvieh, ey. Da war ich eben noch froh über die anderen Gegner hier, die mal wieder echt mehr oder weniger leicht zu parieren waren. Kommt hier so ein Kackvieh? Und, ach nee, die ist an, okay. Ich fand es da trotzdem ziemlich dunkel, muss ich sagen. Bringt das? Ich glaube, das bringt bei der auch was. Die leuchtet doch auch so grün. Aber ich laufe nicht zurück. Die drei müssen reichen. Oder vier. Die Geräusche. Okay, hoch können wir ja noch gehen. Glaube ich. Ich kann da nichts machen, ne? Das ist wirklich ein bisschen beschissen, ganz ehrlich. Was soll das? Das ist doch scheiße, ich hab keinen Bock. Guck mal, was die macht, ey. Ja, tot, ist schon klar. Nö. Ey, nee. Find ich gar nicht gut, ganz ehrlich. Das ist sehr, sehr... Das frustriert jetzt doch schon wieder direkt, muss ich sagen. Das ist doch scheiße! Wie schnell ist denn diese... Ich sag's nicht. Es juckt die alles nicht! Und guck mal, es juckt die... Und ich kann nicht mal parieren. Ich kann nicht blocken, gar nichts. Oh, und dann haut's trotzdem noch einen raus. Ich hasse dich, wirklich. Bist du ein Scheißgegner, ey. Oh Gott. Oh, guck mal, wie schnell die ist. Da hast du ja gar kein Zeitfenster. Ach komm, ey. Ist sie jetzt eigentlich ein menschlicher Gegner? Eigentlich schon, ne? Könnte ich theoretisch ein Amulett gegen Menschen reinmachen. Und die Störung können wir, glaube ich, wieder rausnehmen, ne? Machen wir mal hier. Vom Bewegungsablauf her ist es auf jeden Fall keine Puppe. Alter, wie langsam man dagegen ist, ne? Das fühlt sich wirklich sehr, sehr schlecht an. Ah, ganz minimal. Beruhig dich. Oh Mann, ey. Kannst du auch mal eine kurze Pause machen? Nur ganz kurz. Okay, anstecken können wir sie irgendwie nicht. Oh, ich hasse dich, ich hasse dich. Und was sie aushält. Nein! Alter, er ist der letzte Pisser, ey. Wirklich. Scheiß Pinocchio, ey. Ist doch nicht euer Ernst. Was ist das denn für ein Gegner? Lächerlich, sorry. Die hat ja gar kein Zeitfenster. Guck mal, ich habe schon lange wieder gedrückt. Er ist zu langsam. Boah. Ich
Weiß nicht, wie ich die schaffen soll. Ich trau mich doch gar nicht mehr ran. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ja, daneben. Also, ja. Du bist natürlich super schnell. Du weichst auch noch allem aus. Na klar. Ey, ist ein Kackgegner, ey. Es juckt sie auch wirklich nicht, ne? Ich hasse dich. Nehmt das weg, da ist nichts mehr. Ist mir scheißegal. Die paar Punkte jucken mich nicht so doll. Viel schlimmer ist das, was dieses Kackvieh hier mit mir macht. Schleif doch mal deine Kackwaffe. Jetzt. Ach man, ey, jetzt war es zumindest schon ein bisschen besser, aber das ist doch... Wieso zeigt das alles keine Wirkung? Warum zeigt das keine Wirkung? Die hat doch noch nicht mal eine Hammerrüstung an oder so. Das passt auch dann nicht für mich zusammen, sowas. Warum ist sie so stabil, die Alte? Okay, wir müssen den Anfang richtig gut nutzen. Ich habe keinen Bock, die lange zu üben. Das habe ich gestern bei dem einen Bossfight gemacht. Ja, für mich ist es gestern, für euch ist es 2 Tage halt. Es brennt doch! Ich habe gedrückt. Er ist zu langsam! Geppetto hat eine Scheißpuppe gebaut, ey. Wirklich. Rexpuppe. So lächerlich, ne? Das war jetzt einfach mal Glück. Muss ja aber auch mal sein. Ich will das abbrechen, dass sie das gar nicht erst machen kann. Das geht aber, glaube ich, nicht. Oh, das ist ein guter Versuch. Der beste. Die Scheiße. Komm her. Muss eigentlich meine... Na, ich wollte nicht! Nein. Heil dich doch mal ein bisschen schneller! Ich darf die nicht blocken. Ich bin dafür einfach zu langsam. Der geht. Ich hab sie! Du dreckiges Stück! Eise! So ein Mistvieh, ey. Ernsthaft? Kackvieh. Boah, hat die mich jetzt so aufgeregt in der kurzen Zeit, ey. Hier, diese Scheiße hat gar nichts gebracht. Vielleicht war es bei der andersrum? Mir kam das vor, als hätte ich jetzt mehr Schaden gemacht. Egal. Victor konnte nicht vollendet werden. Möge sie die Besitzerin des wirklich vollständigen Elixiers werden? Wer ist sie? Hoch. Wie runter? Okay, ist hier wieder ein geheimer Gang? Oh nein. Was passiert? Alter. Okay, der ist kaputt. Was? Communication through Ergo. An interesting parlor trick. Quite the performance, Puppet of Japan. Aber ich hab doch eigentlich so ein Ding, ne? Um zum Hotel zu reisen. Ja. Ja, man macht doch. Ihr stresst mich voll und dann ist es alles voll langsam. Stargazer isn't transmitting. And I'm not sure why. Ah, this was a bust, pal.
Auf einmal kann ich hier doch wieder aufwerten? Ist das neu? Ja, schnell zum Hotel. Ich hab doch... Warte mal, da oben. Zirkus. Oh no. Oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. All right, tighten up your springs and let's go. Aber was ist denn jetzt los? Spiel stresst mich ja übelst. Hat das einen Einfluss darauf, wenn ich lange brauche? Ach man, ihr selbst mit diesem kleinen Messerchen wollte ich schon sagen, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Aber mit dieser relativ kurzen Waffe bleibst du immer hängen. Ja, aber kann ich da nochmal gleich hin oder... Was war das denn? Das Muster kennen wir doch. Weg, 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 weg. Ist ja auch wieder Parademeister, logischerweise. Ach, nicht doch. Verpiss dich. Verdorbener Parademeister. Boah, was eine Genugtuung, den mal... Okay, okay, es gibt auch Vollmondstein. Dann geht es höher als 10. Ey, tut das gut, mal einen direkt beim ersten Versuch gemacht zu haben, wieder, nach langer Zeit. Aber bei ihm... war auch noch ein bisschen... Bei ihm war auch noch so ein bisschen das Muster mir bekannt. Ja, dann gehe ich jetzt einfach schnurstracks zum Hotel und laufe ich hier in Ruhe nochmal später lang. Ich habe jetzt... Das nervt mich sonst zu sehr die ganze Zeit. Ja, mach, 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 lauf, lauf und so. So. Wie er die Tür aufmacht. Ja, hier sieht es ein bisschen, ne? Haben sie randaliert. Was? Hypocrite? Ich weiß nicht, was das heißt, wenn ich ehrlich bin. Was geht ab? You're alive. I was worried because I didn't hear from you. The stalkers have kidnapped Geppetto. Yeah. It was the fox, the cat, and the black rabbit brotherhood. But really... Ah, danke, Fuchs und Katze, ne? First, go to the second floor and make sure everyone is okay. I'll try to figure out where they ran off to. Mm-hmm. Antonia might know a secret passage. Try asking her. Hat sie mir doch schon gesagt, dass er nur von der anderen Seite aufgeht, nicht? Ja, ja. Darf ich jetzt bei dir nicht mehr aufwerten, oder was? Alles zerstört, ne? Die Schweine. Okay, dann gehen wir mal hoch. Was war das? Danke, Spiel. Das ist nur Wein, kein Blut. Ja, wo sind sie denn alle? Hier bei Geppetto? Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh, it's you. Is it safe out there? Give me a sec. Okay, come in.
I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry. I should be thanking you first. When you came in, you reminded me of the Hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. Wo ist der Scheißhund? You're here. That's it's good to be free. When you came in, you're here. Was? Kannst du mir jetzt nichts mehr machen? Ich meine, ich kann im Moment immer noch nicht, aber... I never imagined the Stalkers would dare attack the hotel. What's going... I never imagined... So, erstmal mit ihm hier. It was a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. It was a planned more than anything. Ich habe mich eh die ganze Zeit gefragt, wie wollen die dieses Hotel beschützen? Die können doch alle nicht kämpfen. Na, gehen wir erstmal noch hier. You have my personal thanks for saving Master Benini, sir. Do look after him, won't you, sir? You have my personal thanks. Do look after. Und er erzählt nämlich jetzt wieder einen Roman, ne? Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. Ja, endlich mal was Aufrichtiges. Und Demütiges. Ja, und schon ist vorbei. But if there is not, then Venini is here to help you in any way he can. Fear not. Thank you for another timely rest. Surely there... I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The alchemists planned the whole thing. Or why we were hiding here. I certainly didn't expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Das hast du mir doch schon erzählt. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway. Letztes Mal hat sie doch noch gesagt, das geht alles nicht, nur von der anderen Seite, oder verwechsel ich da was? Ja, Moment. Apparently I must remain in this room. I hope Geppetto is safe. Be careful out there, won't you? The hotel will always welcome you back. Alter, darf ich jetzt hier gar nichts mehr machen? Be careful. Keine Waffen mehr aufwerten, oder was? Ist das jetzt schon das Finale auf einmal? Ah doch, sie sind jetzt wieder unten wahrscheinlich, oder? Und was ist überhaupt ihr Zimmer? Das weiß ich doch nicht. Hat sich jetzt hier noch eine Tür geöffnet? Hat sich überhaupt irgendwas verändert? Wir müssen einmal zu dem Baum. Ab und zu sollte ich das mal machen, wenn ich nämlich nochmal umleveln will. Das kostet ja immer mehr. Ja, damit. Tja. Da haben wir nie mit Geppetto geredet. Ich glaube, die Gesprächsoptionen sind jetzt vielleicht für immer weg. Ich weiß es nicht. Möglich. So, sagst du jetzt was anderes, oder? Ich denke, er versuchte, eine Escape-Route zu suchen. Schau ihn um die Krott Central Station. Ja, wahrscheinlich taucht er jetzt auch erst halt da auf, ne? Dann müssten wir das Ganze, den ganzen Bahnhof nochmal ablaufen. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. No matter what serving Holcomb to Hot. Sie was verändert? Nö, ne? Der Hund? Dieser hinterlistige kleine Penner? Nö. Steht der immer noch? Ne, da war er wieder hier eigentlich. Ist das hier ihr Zimmer? Ne. Doch, anscheinend schon. Klavierspiel? Nö. Ihr Porträt haben sie gekritzelt, die Schweine.
nee, nee, da gehen wir jetzt noch hin. Was ist denn das Klavierspielbeginn? Was bringt mir das denn? Bin zu neugierig. Ein schönes Instrument, Klavier. Ich mag so Klavier, Geige und so. Aber ich kann selber gar nichts spielen. Was? Untersuchen? Nee, was? Achso. So, darf ich jetzt bei dir leveln? Hm? Soon you will see the Isle of Alchemists. But be warned. You're walking into hell. Ja, wir gehen da jetzt noch nicht hin. Ich werde auf jeden Fall noch 2-3 Level vorher leveln. Das mache ich diesmal definitiv. I escaped from there. I had to leave a lot behind. And that is why I woke you. Like you, clever one. I am more than I appear to be. I'm ready for you to see the real me. Show me that you're ready too. Please. Save us. Save Krott. I knew it. There is a secret passage. The Stalkers must be getting information from the Alchemists. It might be the only path to their base. Whatever choice you make, I shall wait. Ah, endlich. Boah, ich weiß nicht, wir werden niemals unter diese... Aber ich muss dort eigentlich hin. Das fühlt sich jetzt noch schwerfälliger an als sonst schon. Ich mach das jetzt einmal. Das sind 3%, obwohl das ja doch schon einiges ist, ne? Reicht nicht ganz. Das hast du schon. Ja, machen wir. Auch nichts Neues. Ach, hier. Wollte ich ja irgendwann auch mal ausprobieren. Ich kaufe das jetzt. Und den einen Händler weiß ich gar nicht mehr, wo der war. Der hatte ja auch noch diese Schaufel. Und bei dir kann ich ja leider nichts weitermachen. Warum sagt ihr dasselbe jetzt nochmal? When you came in, you reminded me of the house. Alidoro has disappeared. Though I suppose I don't need to call him Alidoro anymore. The hotel has security measures against human infiltrators. I thought it was strange that they didn't activate during the attack. He must have switched the security off. Ugh, it's the only thing that makes sense. Alidoro. Who in the world was he, really? Well, I suppose that's a pointless question now. I want you at your best defending the hotel. Let's see your weapons. Ja, will ich ja. You're here. That's a relief. Hey, was? Hör doch mal auf, ständig dasselbe. Hey, doch, wir können die auf 10 bringen. Das sollte man sich ja gut überlegen, ne? Ich mach's aber jetzt trotzdem. Stärkste normale Waffe. Verstärke eine normale Waffe auf ihre maximale Stufe. Tja. Ab jetzt keine Schadenssteigerung mehr drin. Nicht wirklich zumindest. Nicht mit der Skillung mit und der Skalierung. Tja. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sind ja komplett voll. Ich werde jetzt hier in die Richtung rausgehen. Dass ich das beim nächsten Mal direkt checke, dass ich hier mich noch umgucken wollte. Das müssen wir noch machen. Und dann gehen wir weiter. Es fühlt sich langsam wirklich nach Ende so langsam an, ne? Ein paar Stunden werden es mit Sicherheit noch sein, allein weil ich mit Sicherheit bei einigen Bossen lange hängen werde. Aber ja. Immerhin den Parademeister. Und irgendein Gebrüll ist immer noch am Start. Würde mich wundern, wenn hier auf einmal nochmal was liegt, aber theoretisch könnte das ja sein, ne?
Nee, nee, alles gut. Ja, genau. Ne, dann machen wir morgen hier weiter. Laufen noch, oder vielleicht mache ich das auch ohne euch. Ich kann ja die Aufnahme starten und wenn es irgendwie langweilig ist, dann lasse ich es einfach weg. Auf jeden Fall machen wir da hier morgen weiter, laufen nochmal den Weg zurück. Da lagen ja noch ein paar Sachen zum Aufsammeln. Wir haben auch noch nicht, glaube ich, alles gesehen. Ja. Ich werde so langsam ins Bettchen gehen, ich bin müde. So. Ja, würde ich sagen, schaut wieder rein. Und dann bin ich gespannt, was uns dann dort mit den Alchemisten so alles erwartet. Keine Ahnung. Die Ausrüstung werde ich mir nochmal angucken, wegen den Amuletten und so weiter. Da können wir jetzt wahrscheinlich wieder ein, zwei austauschen. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, wenn ich das mal vergesse. Man kann auch erstmal so weiterspielen. Genau. Dann lasst euch gut gehen, bleibt gesund und schaut wieder rein. Ciao, ciao.